So, hallihallo, liebe Eishockey-Goalies da draußen, speziell heute einen wunderschönen Nachmittag ist er Schwan, schönen Abend. 18:25 Uhr, der 15. Mai, und heute ist sozusagen der letzte Teil von Goalie Equipment. Ja, die anderen Teile, um was es geht, könnt ihr gerne in meinem YouTube-Channel anschauen. Da haben wir, ja, sind wir durchgegangen von der, wie heißt's? Von der Funktionsunterwäsche, Tiefschutz, Straps, Knieschoner und so weiter. Im letzten Part hatten wir die Schoner ausführlich besprochen. Jetzt geht es eben weiter mit zuerst mal der Halskrause. Also für einen Torhüter unheimlich wichtig. Bitte nicht unterschätzen, das schaut bei mir jetzt schon sehr durch aus, das Ganze, weil es auch schon einige Jahre ist, diese Halskrause. Hat den Vorteil, dass du am Schlüsselbein und halt am Hals auch besser geschützt bist. Hier unten hast dann einfach nochmal so einen Protector, der unter dem Brustschutz auch dann verschwindet. Und wie ihr seht, auch ich trage sehr, sehr viele alte Sachen und total, zum Teil zerrissene, aber ist wurscht. Okay, legen wir los, Cappy runter. Also, ach so, jetzt bin ich mal gespannt, wie es ist wegen Mikrofon. Ich tue jetzt mal das Mikrofon schnell runter. So, lass mich schon kurz runterhängen. So. Okay, das ist also. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Das ist also die Halskrause. Die Halskrause. Einige Torhüter spielen ohne Halskrause. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so nachvollziehen, wie ihr selber wisst, die Torhüter da draußen. Es gibt hier immer diese unangenehmen Stellen am Schlüsselbein, direkt zwischen Hals und dann eben dem Brustschutz. Und hört man mich? Ja, man hört mich, gell? Okay. Und deswegen ist dieser Halsschutz unumgänglich, meiner Meinung nach. Gibt es auch wieder verschiedene Modelle. Was ich hier jetzt gemacht habe, ich habe ja die Halskrause, ich habe ja diesen Schaumstoff habe ich rausgeschnitten. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Warum? Weil das war hier richtig dick und dann konnte ich mich nicht mehr gescheit bewegen. Ich habe es rausgeschnitten. Natürlich ist es jetzt da keine Empfehlung. Besser ist immer mit dem Originalteil zu spielen, aber für mich war das hier einfach zu eng und deswegen habe ich das hier rausgeschnitten. Richtig, also, genau. Irgendwelche Fragen? Schlotti? Übrigens, wieder Schlotti88 ist hinter der Kamera. Den darf ich und will ich natürlich nicht vergessen. Und ja, achtet bei dem Kauf der Halskrause einfach auf die richtige Größe. Und auch da wieder, da gibt es auch eine Halskrause, die ist nur für oben am Hals rum. Bin ich jetzt nicht der große Fan. Das sind nämlich Spielerhalskrause, vor allem im Juniorenbereich. Es gibt spezielle Torwarthalskrausen, wie ihr es eben hier sehen könnt, sind einfach viel, viel besser ausgestattet. Und ihr seht hier vorne guten Schutz, auch den Hals herum und deswegen legen wir jetzt gleich weiter. Da gibt es so viel zu erzählen. Brustschutz. Okay, also ich habe hier meinen alten Brustschutz aus Rosenheimer Zeiten, deswegen in grün-weiß. Ist auch schon wieder einige Jahre durch, aber ich sag's euch, ich habe das Goalie-Equipment, das ich am seltensten gewechselt habe. Schlotti? Tiefschutz. Nein. Brustschutz. Also wirklich, Brustschutz, das ist so eine Sache für sich. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ja, das ist wie so eine zweite Haut, der Brustschutz sein. Und deswegen habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Karriere, ich glaube, nur drei, maximal vier Brustschutz gehabt. Mehr waren es nicht. Gut, einfach mal anziehen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie es geht. Brustschutz drüber. Alright, okay. Also, jetzt ist schon mal der erste Punkt. Jetzt könnt ihr sehen, mich hört man noch, ja. Brustschutz für mich wichtig gewesen, dass der Brustschutz immer in die Hose gehört. Also das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Es gibt auch Torhüter, ich glaube Danny Austenbirken, der hat den Brustschutz dann über der Hose hängen. Ja, wenn es ihm taugt, wenn es ihm gefällt, okay, finde ich gut. Aber an alle Torhüter da draußen, bitte aufpassen. Denn ihr müsst dann unbedingt den Brustschutz, wenn der hier über der Hose hängt, mit der Hose verbinden, damit nicht hier dieser Hohlraum entsteht. Denn wenn hier unten der Schuss unter den Brustschutz im Bauch reinknallt,
Halleluja, dann tut es einfach mega weh. Ich sage aber immer meinen Torhütern, also speziell den Kindern, die ich trainiere, Brustschutz in die Hose rein. Deswegen kommen wir auch nochmal da zurück zu der Episode 2, ganz, ganz große Hosen wählen. Denn umso enger jetzt hier die Hose ist, ist auch klar, umso weniger Platz hat der Brustschutz. Und der Brustschutz, was wichtig ist für euch, der muss sich hier drin noch frei bewegen können. Und deswegen, da komme ich wieder zurück zu diesen riesen XXXL-Hosen. Und da habe ich überhaupt kein Problem. Also das heißt, Brustschutz schiebe ich hier rein und du bist sehr, sehr flexibel, sehr beweglich. Okay. Daniel, nur kurz, was hältst du im Allgemeinen vom Reinigen der Ausrüstung? Wenn ja, was und wie würdest du es empfehlen? Ach, also früher habe ich meine Schoner immer geputzt, wie ein Verrückter, weil ich immer weiße gehabt habe. Aber ich habe gar nichts mehr zum Schluss geputzt. Das ist klar, muss ich aber auch eins gestehen, ich habe selbstverständlich jedes Jahr immer neue Ausrüstung bekommen. Dann redet es sich wahrscheinlich leichter. Aber dass du es da zum Putzen anfängst, ich finde, ein bisschen Gebrauchsspuren gehören dazu. Ich meine, meiner ist jetzt hier auch schon, also neu schaut anders aus, aber solange er noch hält und solange, ich sage mal einfach, die Protektoren gut sind, never change a winning Brustschutz. Also, und sauber machen habe ich nie getan. Na, so viel zu deiner Frage. Okay, hier haben wir jetzt nochmal die Hosenträger und das ist auch sehr angenehm. Es gibt auch ein paar Torhüter, die keine Hosenträger tragen. Okay, aber wenn ihr Hosenträger anhabt, dann kommt jetzt wieder die Halskrause zum Vorschein, weil die Halskrause, kennt ihr das, wenn die Hosenträger hier am Hals sich immer aufreiben, immer rot, immer unangenehm. Und deswegen ist jetzt natürlich diese Goalie-Halskrause auch sehr gut dafür gemacht, denn hier reibt überhaupt nichts. Wenn der Schlott jetzt ein bisschen näher noch kommt, im Endeffekt jetzt dort, wo der Brustschutz eigentlich sich so weit aufschneidet, im wahrsten Sinne des Wortes, da kommt jetzt eben die Halskrause zum Vorschein. Die schützt jetzt genau diesen Part. Warum ist dieser Brustschutz hier so ausgeschnitten? Ganz einfach, weil wir uns bewegen müssen. Wenn ich nämlich in die Position runtergehe, dann schiebt sich automatisch mein Brustschutz etwas nach oben, denn meine Oberschenkel berühren jetzt den Brustschutz und du kannst automatisch dich etwas weiter aufstellen hier oben. Okay? Das heißt, ihr müsst da auch die Hosenträger dementsprechend locker tragen, nicht zu fest. Gehst du runter, geht automatisch der Brustschutz 2 Zentimeter hoch und ich spüre jetzt auf meine Oberschenkel, spüre ich quasi hier unten den Brustschutz. Das macht uns wieder größer, macht uns wieder breiter und wir verdecken viel mehr vom Tor. Arme rein zu. Größe vom Brustschutz übrigens habe ich nicht zu groß gespielt, sondern da habe ich immer exakt die Größe gespielt, die ich auch benötige. In dem Fall war es ein XL. Von kleineren Brustschützen bin ich jetzt kein Fan davon, denn er sollte schon immer, ich sage mal, den Schutz des Armes vollständig ja, in Betracht ziehen, weil umso kleiner die Brustschutze sind, umso kürzer ist dann einfach auch hier der Arm. Also der Arm wird kleiner, der Umfang wird jetzt auch minimal kleiner, ja, aber am stärksten bei einem kleinen Brustschutz merkst du es einfach an der Länge der Arme. Und wenn das dann irgendwie so ausschaut, gut, da ist immer Apple Watch, aber wenn es quasi hier so viel frei sein sollte, dann ist der Brustschutz einfach zu klein, dann ist er zu kurz. Also Faustregel für mich. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen, aber für mich war die Faustregel, der Arm des Brustschutzes sollte ungefähr am Handgelenk enden. Nicht darüber hinaus, weil dann ist er im Weg, aber direkt am Handgelenk, denn so habt ihr auch noch einen Schutz. Ihr kennt es, ihr seid in der Torwartposition, kriegt hier rein einen Schuss. Boah, wenn du da keinen Schuss hast, dann okay. Tipp für die Torhüter, die in der Hobbyliga spielen, okay, alle. Goalies im Nachwuchs jetzt Ohren zuhalten. Wer etwas möchte, ich habe an dem auch getrickst. Sieht man das, Schlotti? Hier, oder? Ja, genau. Richtig. Jetzt, wenn der Schlotti mal herumgeht, ich habe hier in das Netz, hier sieht man es, ich habe hier einfach nochmal eine, ja, so eine zweite
wie sagt man das, ein Schaumstoff, genau. Wie ihr seht, das ist der Schaumstoff, den habe ich da reingelegt. Normalerweise, hier klebt er auch noch, weil den habe ich nämlich verklebt. Normalerweise ist dieser Protector nicht dran. Also eigentlich ist der nur hier. Genau, eigentlich. Das ganz gut. Okay, sehr gut, danke Schlotti. Und dieses Teil habe ich da reingelegt, genau so schaut er aus. Denn der liegt jetzt, da, wir reden auch wieder von nur Zentimeter, gell? Aber der liegt jetzt da auf dem Schulterblatt auf, das heißt, die Schulter knickt nicht nach hinten, sondern sie bleibt schön aufrecht nach vorne. Bin auch wieder größer, breiter und vor allem oben einfach breiter. Und das sind zwar jetzt nur ein paar Zentimeter, aber es ist ein Unterschied. Seht ihr, wenn ich jetzt mich so bewege, dann flippt das Ding richtig nach oben aus. Bei den alten Brustschütze, da ging es noch einfacher. Bei den neuen mittlerweile ist es schwieriger, aber oben im Schulterbereich, da findet ihr immer Platz, dass ihr irgendwo was reinstecken könnt. Oder, also das ist überhaupt kein Problem. Gibt es eine Frage? Nee. Nee, okay. Gut, auch Brustschutz wieder. Da gibt es wieder verschiedene Firmen. Sympathiesache, Geschmackssache, anziehen und wohlfühlen. Also wie gesagt, kauft einfach nicht zu groß, nicht zu klein. Schaut immer auf die Arme. Die Arme dürfen auf jeden Fall nicht übers Handgelenk hinausschauen. Und ja, das ist auch wieder zweite Haut. Ihr müsst euch wohlfühlen, wenn es irgendwo zwickt, wenn es irgendwo unangenehm ist. Und wenn es schon unangenehm ist beim Tragen, dann vergiss es. Dann zieh bitte den anderen an, denn es wird dann eher noch schlimmer auf dem Eis. Und vielleicht noch eine Sache, wenn ich jetzt runtergehe im Butterfly, auch hier wieder aufgrund meiner weiten Hose, aufgrund meines großen Brustschutz, bleibe ich hier oben. Also man sieht es richtig, mit dem Kopf komme ich ganz runter zum Schutz, aber die Schultern bleiben oben. Okay, das heißt, wenn ich hier unten irgendwie rumsuchen muss nach der Scheibe, ihr seht selber, und da kommen jetzt auch wieder meine hineingelegten Protektoren zum Einsatz. Ihr seht, meine Schulter bleiben oben breit. Das heißt, die klappen nicht nach unten ein, weil normalerweise müssten jetzt nach unten klappen, sondern ich kann mich hier bewegen, nach der Scheibe schauen und ich bleibe oben einfach breit. Aber wie gesagt, ich rate keinem dazu. Es ist nicht gut. Ja, aber was der Schiedsrichter nicht sieht, dann ja, ist es halt so. Das war's eigentlich. Perfekter Einstieg hier. Jemand schreibt gerade, wie kriege ich meine Fanghand weiter, also dass sie leichter zugeht. Alright. Brustschutz, glaube ich, brauche ich nichts mehr, oder Schlotti? Ich denke mal, das hat sich wahrscheinlich ganz gut. Ja, doch. Und jetzt kommt natürlich das legendäre Stadtwerke-Trikot. Mein Hobby. Liga-Team hier in Rosenheim, die Stadtwerke. Oh, okay, der ist verschwunden. Wir sind ja live, deswegen kann es ja passieren. So, Stadtwerke Rosenheim spielen in der RHL. Letztes sind wir Meister geworden. So viel dazu. Punkt. Da Schlotti ist auch Meister geworden. Wir waren ja natürlich gleich im ersten Jahr. Ne? Ja, erstes Jahr, erster. Wir wollen uns ja jetzt nicht hier. Aber wir waren halt erst im ersten Jahr. Und auf dem Meisterschaftsfoto kam dieser. Der erste. Okay, also weiter geht's. Fanghand. Jawohl. Ja, Fanghand. Da gibt's ja auch wieder, ich sage mal, fangen wir mal andersrum an. Die Fanghand muss man aufmachen. Hier ist es das Innenleben der Fanghand zu sehen. Hier gibt's richtig einen Handschuh. Seht ihr den? Das sind meine Finger. Hier kann ich zumachen, hier kann ich auch nochmal zumachen. Die Größe der Fanghand ist für mich, also Junior-Fanghand ist immer schwer zu sagen, wie lange spiele ich hier Junior-Fanghand, denn die Junior-Fanghand ist leichter, der Schutz ist etwas dünner. Bin ich jetzt, ja, kann ich jetzt pauschal so nicht sagen. Ich sage, muss auch wieder jedem passen und taugen. Es gibt verschiedene Winkelarten von den Fanghänden, so. Da Winkel meine ich quasi, wie geht die Fanghand zu? Das ist eine Geschmackssache, muss ich euch wirklich sagen. Das ist unabhängig, typabhängig, weil ich glaube sogar, dass jede Firma so ein bisschen einen anderen Winkel hat.
ob jetzt das One ist, ob jetzt das Warrior ist, Bauer ist, CCM, unterschiedlich. Hineinklangen, einfach mal auf und zu machen. Da gibt es ja mittlerweile auch drei, meine ich, verschiedene Fanghandauswahlen. Das ist die harte, die mittlere und die weiche. Was ist damit gemeint? Ja, wie dick einfach dieser Schutz hier innen ist. Es gibt zu meiner Zeit, zu der DEL-Zeit, hatte ich eine Practice Glove, also eine Trainingsfanghand. Die konnte ich ganz, ganz schwer zumachen. Warum hatte ich die? Die hielt einfach länger, weil im Training kriege ich, keine Ahnung, 50.000 Schüsse die Saison über. Und wenn du da ging es mir jetzt nicht darum, eine Fanghand zu haben, die nicht so leicht zugeht, sondern einfach um den Schutz. Ich habe auch schon mal Finger gebrochen und das ist echt unangenehm. Während dem Spiel waren es immer nur ein paar und die waren dann in der Fanghand eben drin. Tipp, genau, Fanghand weich bringen. Okay? Ja, genau. Weich bringen. Was wichtig ist, den habe ich jetzt natürlich nicht da, super vorbereitet, aber ihr legt hier rein immer einen Tennisball. Ich sehe viele, die machen die Fanghand zu und schließen sie dann mit dem Tape. Weil da müsst ihr einfach aufpassen, der Tennisball, wenn ihr da reinlegt, dann bleibt der Korb einfach immer schön offen. Also deswegen kleiner Tipp von mir, einfach einen Tennisball hier reinlegen und dann könnt ihr wirklich mit einem durchsichtigen Tape sie schließen, über Nacht lassen und dann sollte sie schon weicher sein. Dass man jetzt da irgendwie Wasser verwendet und da Wasser reintut und so weiter, bin ich jetzt auch kein Fan davon. Macht es wirklich einfach weich. Und das Beste ist, früher mit meinem Papa, mit meiner Mama zu Hause, immer im Keller Bälle gefangen. Also immer auf zu. Also wirklich tausende Mal im Sommer, vor allem für Kinder super. Ist, glaube ich, ein gutes Krafttraining, muss man auch sagen, für die Kinder. Und ja, ansonsten, dass man da irgendwelche anderen Tricks verwendet, der Klassiker ist einfach wirklich zutapen, wenn es immer noch zu hart sein sollte, einfach nochmal über Nacht zutapen und dann einfach mal schauen. Aber zu weich sollte es ja auch nicht sein, denn zu weich bedeutet, der Schutz ist dann auch nicht mehr so gut. Fanghand, genau, das ist jetzt die Fanghand. Also da ist wirklich auch nicht viel zu erklären. Klar, wenn wir jetzt da ins Detail gehen würden, dann könnt ihr euch eine halbe Stunde über die Fanghand erzählen. Aber ich sage jetzt einfach mal, für die Hobby-Torhüter da draußen, eine gute Fanghand. Ich habe immer Bauer-Fanghand gespielt, weil einfach der Winkel mir unheimlich gut taugt. Fühlt sich gut an, ist leicht und deswegen war das für mich immer außer Frage. Deswegen Bauer. Eine Frage war, ob du zum Anfang jemanden brauchst, aber ich glaube, die Frage hat sich jetzt auch gerade erledigt, da hat jemand drauf geantwortet. Nee, ein Torwart kann sich auch alleine anziehen. Immer. Immer alleine. Und dann war noch eine zweite Frage noch. Hast du jetzt auch schon mal im Eislaufschuh Backofen gegeben, der den Fanghand soll angeblich auch funktionieren? Nee, habe ich nicht. Kann ich mir auch jetzt schon. Wurde mir abgeraten vom Bauer, muss ich auch dazu sagen. Ich habe da ja. Das ist ja eigentlich nur Ledermaterial und so weiter. Ich glaube, das würde ich nicht tun. Also ich würde es nicht reintun. Was es schon gibt, was man aber sagen muss, ist zum Beispiel in den Drittelpausen, da habe ich dann immer, weil die Fanghand dann ziemlich nass geworden ist, weil man schwitzt natürlich und die Schnee etc. Genau. Man kann auch einen Haarföhn nehmen, aber bitte nicht auf Stufe 3 und auf sehr heiß, denn ich war für mich immer wichtig, dass ich eine trockene Fanghand habe, weil vielleicht die Torhüter da draußen kennen das. Die Situation ist wie folgt: Fanghand ist innen nass, du fängst an zu rutschen und du hast einfach nicht mehr diesen Grip an deine Finger. Und deswegen war für mich dann immer, gut, beim Hobby-Torhüter ist jetzt wurscht, weil da spielst du eine Stunde und bist eine Stunde auf dem Eis, ist auch klar. Aber wenn ihr jetzt mal Spiel haben solltet und ihr wollt auch wieder eine trockene Fanghand, einfach einen Föhn hinlegen, Stufe 1 für 5 Minuten, aber ja nicht zu heiß, weil sonst fängt es da wirklich zum Schmelzen da drinnen an. Genau, am besten für Dyson für 800 Euro. Gut, Stockhand. Ja, was soll ich von der Stockhand erzählen? Das ist vielleicht jetzt noch sinnvoll, weil ich ja vorhin gesagt habe, Brustschutz den immer bis zu dem Handgelenk. Schaut mal her, warum? Weil jetzt schließt hier wirklich der Brustschutz an meinem Handgelenk ab. Und das heißt, sollte hier mal irgendwie was passieren, dass abgefälschter Schuss oder was ist, dann habe ich da einen Schutz. Umso kürzer der hier ist, umso mehr Aua. Genauso haben wir es auf der Stockhandseite, da kann eigentlich wirklich nichts passieren. Da ist immer ein bisschen ein Schlitz frei, ja, ganz ist schwierig, aber das nochmal
Eben zurückzukommen auf die Sache mit dem langen Armen. Trikot, ich habe immer das Größte gespielt, was es gibt, also wirklich Triple, was nach Triple, Vierfach XL, was auch immer. Ich brauche Luft, muss mich da bewegen können. Bei der DL und in anderen Profiligen schaut es anders aus, da wird nämlich das Trikot gemessen, also das ist vorgegeben, wie groß das sein darf. Früher hat man solche Zelte, dann hast du hier diesen hier gemacht, dann warst du auf einer Spider-Man, aber hier ging kein Puck mehr durch, bis dann eben der Lichtenegger kam und gesagt hat, du Patrick, kann das sein, dass dein Trikot ein bisschen groß ist? Habe ich gesagt, Lichtei, ja, das kann sein. Ja, beim Nee, nächsten Mal bitte. Beim nächsten Mal bitte ein anderes Trikot. das sind 2M-Zacken. Warum bleibt das, die Frage kann ich beantworten. Warum bleibt das weiße Leder so schön bei dir in der Fanghand? Bei uns ist das schwarz. Wenn du keine Pucks fängst, bleibt es natürlich weiß. Also, das ist der Aufruf an euch. Schlotti88, solltet ihr ihm folgen, sofort entfolgen. Er hat auf Instagram über 1000 Follower. Allein für den Spruch muss er wieder runterfallen, unter 1000. Warum ist es Oder immer eventuell weiß? mehr. Weil ich natürlich immer viele neue Fanghandschuhe bekomme. Und deswegen ist der mal weiß. Aber ich garantiere euch, ich fange jetzt nicht an, irgendwie zum Putzen oder zum Saubermachen. Also das mache ich definitiv nicht. Auch hier wieder beim Kauf. Ja, lasst euch auch beraten vom Eishockey-Store, von dem Fachhändler. Nicht zu groß, aber das ist jetzt schwer von der Ferne, weil auch hier wieder individuell jeder von euch anders ist, andere Hände hat, also größere, kleinere Hände. Ist wirklich schwer, muss ich wirklich sagen. Aber es muss passen, es muss sitzen, ihr müsst euch wohlfühlen. Das ist das Allerwichtigste. Aber im Großen und Ganzen sieht es gut aus. Wir sind froh mit zusammen. Danke, Schlotti. Was haben wir denn für Zeit? Ich muss. Style. Style ist wichtig. Das auch nochmal an alle Torhüter da draußen. Der Style ist das A und O. Also wirklich, wir wollen gut ausschauen. Und da muss ich ja wirklich auch Bauer ein Lob machen, denn mittlerweile kann man auf die Schoner verschiedene Logos und Bilder printen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, zum Beispiel Henrik Lundqvist, einer meiner Lieblingstorhüter von den New York Rangers. Wir hoffen, ich spiele noch weiter. Weil er schon ein bisschen älter ist, hat er dann da immer Freiheitsstatue drauf und was auch immer. Also das ist schon eine ganz geile Sache. Schade, dass es zu meiner Zeit damals noch nicht ging. Ich musste immer einfarbig oder zweifarbig spielen. Ja gut, vielleicht dreifarbig, aber dann war es schon aus. Ja, Schlotti, kannst du das zumachen? Ja, aber wie weit macht's? Wie weit soll ich zugehen? Ja, eigentlich muss, er darf So. kein Puck mehr raus. Genau. 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 Aber ist schon schwer, Ist also. schon schwer. Aber gut, die ist noch relativ neu, ne? Ja, ein Jahr. Hast du mit denen in Rosenheim gespielt? Na, nur noch Hobby. Nur noch Hobby. Ja. Also noch nicht Profi. Alright, so, next, Ab wann Maske. sollten sich die Kids entscheiden, Spieler oder Goalie? Eigentlich so früh wie möglich, oder? Nee, nee. Findest du nicht? Nee? Bin ich auch anderer Meinung, weil. Also vom Vorteil ist es schon, dass du weißt, wohin die Reise geht, aber grundsätzlich müssen wir froh sein, dass wir junge Kinder fürs Eishockey akquirieren können, weil es gibt ja andere Sportarten, die uns da ja auch manchmal den Rang ablaufen. Deswegen lasst das einfach spielen. Bei mir war es auch so, bin mit 3 aufs Eis, war bis 6 Spieler. War dann nochmal ein Jahr Spieler und bin dann erst mit 8 ins Tor, mit 7,5 ins Tor. Und da hieß es dann auch, es ist schon zu spät. Aber zu spät, es gibt nichts zu spät, weil ich glaube, falls Dennis zuschaut, Dennis Endras, Ton, alles gut? Ja. Falls Dennis, glaube ich, zuschaut von den Adler Mannheim, der Dennis ist, glaube ich, erst mit 10 oder mit 11 sogar ins Tor. Also da gibt es wirklich. Aber natürlich, eins muss ich euch schon sagen, wenn euer Kind. Umso früher es sich für Torhüter-Dasein entscheidet. Und es ist ja oft so, dass der Verein oder dass die Vereinstrainer darauf plädieren und sagen, hey, spiel einfach mal bis 8, bis 9 draußen und drinnen. Schlittschuhläuferisch muss ich es auch zugeben, man nur Torhüter zu sein von Beginn an, ihr müsst Schlittschuh laufen können. Denn wir Torhüter auf dem Eis sollten eigentlich die besten Schlittschuhtechniker sein. Und deswegen Schlittschuhlaufen als Spieler ab und zu ist es schon auch okay. Ich habe es zwar nicht gern gemacht und ich war dann ab 8 war ich fester Torwart. Gut. Peter Cech, jetzt erst meldet. Peter Cech, jetzt erst. Gut, Maske. Maske ist auch wieder ein Ding. Ich spiele eine Warwick-Maske.
Schöne Grüße an Herrn Warwick. Habe die meine ganze Laufbahn über begleitet, angepasst an meinen Kopf, diese Maske. Hier stehen genau die Maße eben drin. Ist alles an meinem, auf Bayerisch sagt man, Schädel angepasst. Und kommt aus Ontario. Und genau. Ja, Maske. Da gibt es ja auch wieder, ich war früher absoluter iTech-Fan. Die iTech-Maske ist jetzt mittlerweile die Bauer-Maske. Das war meine Traummaske früher, war mir dann aber irgendwann zu schwer und habe mich dann für diese Maske entschieden, weil ich war damals im San Jose Camp und da gab es den Kiprosov. Weiß nicht, ob den ein oder andere noch kennt, den Torhüter. Und der hat dann eben diese Warwick-Maske hier gespielt, getragen, hab die mal ausprobiert im Trainingslager, also im NHL-Camp. Und die hat mir dann so gut gepasst, weil das war damals für mich die allererste Maske, die an einem Kopf angepasst worden ist. Und da muss ich sagen, ist das schon mal eine andere Hausnummer, ob angepasst oder nicht angepasst. Deswegen auch wieder an die Hobby-Torhüter. Wichtig ist beim Probieren, also wenn ihr reingeht in die Maske und ihr macht dann hier zu, also wichtig ist erst einmal, es gibt Torhüter, wenn ich sie trainiere oder Hobby-Torhüter, wenn ich sie trainiere, kennt ihr das, dann schaue ich die an und dann macht es so, dann schaut, dann ist es hier so reingepresst, also ich mache mal so, wenn die zu mir ins Training, dann schaut das Gesicht so aus, in der Maske. Also wenn es so ausschaut, hat nichts mit eurer Kopfgröße zu tun, aber dann ist die Maske einfach zu klein. Okay? Also Maske aufsetzen. Was wichtig ist hier, dass die Maske an der Seite, hier an der Stirn wirklich exakt dran sind, dass da nicht zu viel Luft ist. Also ich sage mal, ein Finger darf hier nicht mehr durchpassen. Dann ist die Maske definitiv zu groß. Okay? Sie soll direkt anliegen. Aber auch nicht pressen. Ja, dann, was ist noch wichtig? Wie eng die Bänder sein sollen von der Maske? Ja, sie darf auf jeden Fall nicht zu locker sein. Sie sollte fest sein am Kopf, aber auch wieder nicht zu fest. Für mich war das auch immer so eine kleine Faustregel. Wenn du dich hier so etwas frei bewegen kannst, so 2-3 Zentimeter nach vorne, dann ist es eigentlich eine gute Größe. Man merkt es auch schnell, wenn die Maske zu eng ist, dann kriegt man Kopfschmerzen. Das ist auch immer so ein Indiz dafür. Gehst du aufs Eis und hast nach 10 Minuten Kopfschmerzen, dann musst du unbedingt die Maske lösen, dann ist die viel zu eng an deinem Kopf dran. Ansonsten auch wieder im Eishockey-Store reingehen, ausprobieren, schauen, dass sie wirklich passt und achtet mir wirklich, das lege ich euch wirklich ans Herz, achtet mir hier an der Seite auf eure Stirn. Wenn hier zu viel Platz ist wie 2 Zentimeter, ist es die falsche Maske. Punkt. Auch nichts anziehen, weil es schön ist. Eine Frage, kommt auch ein Puck durch die Maske? Nein, der passt hier nicht durch. Passt der hier nicht durch? Nein. Also, er passt durch, wenn, man hat es ja bei Timo Pielmeier gesehen. Also wenn der in einem Winkel, wenn die Geschwindigkeit passt, was auch immer, aber der bleibt dann auch nur stecken. Ich habe einen Puck dort, ich halte mal das schon ganz kurz, Schlotti, du musst reingehen da ins Büro und dann ganz hinten links am Boden liegt einer, ein schwarzer Puck, ganz, ganz hinten unter dem Fenster. So, ja. Guter Tipp. Genau, Schlotti hat ihn gefunden. Sehr gut. Ah, okay, probieren wir es aus. So schaut's aus. Ja, ist natürlich bei diesem Cat-Eye, bei diesem Katzenauge-Gitter, ist es schon, schlimm. Aber ja, schau mal gerade auf. Ja, wenn jetzt der Kopf drum, so wie bei Pielmeier. Ja, beim Pielmeier gab es dann eine Platzwunde hier an der Stirn, weil der Druck dann eben zu groß war. Aber durchpassen exakt hat darf der er nicht. Ihn berührt? Nee, das war der Druck von hier.
Das war dieser Druck von okay, hier oben. Nur wenn ich den jetzt so hier reinmache, gell, wie du jetzt gerade hattest. Ja. Und man schaut von der Seite, zum Beispiel, wenn jetzt der Kopf ein bisschen rüber gehen würde, würde man denken, mit dem Schlag hier, ja, der Abstand bei dir jetzt zum Beispiel zur Nase her nicht mehr weit. Ja, aber deswegen muss ja auch die Maske festsitzen, weil wenn die zu locker ist und es passiert das da, dann hast du natürlich ein Problem. Also das. Deswegen ist auch wichtig, dass der dann doch schon also nicht zu locker es passiert. Deswegen auch ein Sicherheitshinweis an alle Kinder. Dieses Gitter ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Auch nicht ohne Grund. Und noch was wichtig ist für alle, die es vielleicht bisher noch nicht wussten. Alle Profitorhüter, also in der DEL, auch zu meiner Zeit, wir mussten vor der Saison eine Vereinbarung unterzeichnen, dass im Falle einer Verletzung wir selbst dafür verantwortlich sind. Eine Verzichterklärung, oder? Ganz genau. Müssen auch die Torhüter, die DEL und so und DEL2 kommt jetzt noch unterschreiben, dass sie keine Maske mit Ding spielen, ne? Mit Plastik, ohne Plastik. Die kein Halsplastik spielen, mhm, müssen die Verzichtserklärung unterschreiben. Dann ist es jetzt neu. Zu meiner Zeit noch nicht. Noch nicht, aber jetzt nein, zumindest in der zweiten Liga. Richtig, da gibt es ja auch diesen Plastikschutz. Genau. Schlotti hat es gerade erwähnt. Habe ich ab und zu gespielt, aber nicht so oft. Wenig. Ja, weil es einfach stört. Das klappert, das ist laut, das ist immer im Weg. Bin da kein Freund von. Auch noch Kopfschüsse. Torhüter da draußen, Kopfschüsse, wenn der auf euch zukommt, bitte nicht wegdrehen. Warum? Schaut mir mal den Hals. Alles offen. Riesenprobleme. Du meine Pucke? Okay. Also, wenn der Puck kommt auf euch zu und ihr macht das hier, ganz, 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 ganz schlecht. Auch nicht nach oben, ne? So. Den hier auch nicht, sondern wirklich wie so eine Schildkröte einfach nur zusammenziehen und dann den Puck auf euch zukommen lassen. Okay? Nicht zur Seite, nicht nach oben, einfach den Puck auf euch zukommen lassen. Ihr habt alle, gehe ich davon aus, ein super Equipment, dass ihr sicher seid. Im Hobbybereich, auch hier, ich weiß, es schaut geil aus und ich weiß, man sieht auch besser, weil die Gitter natürlich hier fehlen und frei sind. Aber Sicherheitsaspekt, was man auch nicht vergessen darf, ist Spielerschläger. Ja. Hol mal hier um die Ecke hier einen Spielerschläger rechts, geradeaus rechts, noch weiter, du musst durch die Tür durch, ja. Und dann rechts hängen welche. So. Jetzt habe ich sogar einen mit einem dickeren Knüppel oben. So, und jetzt da, hier aufpassen an alle Hobby-Torhüter. Jetzt schauen wir mal, das ist natürlich das nächste Problem. Nicht der Puck, sondern hier. Okay? Jetzt hat aber der Spielerschläger ein Tape dran. Es gibt ja welche, die spielen ein viel, viel dünneres Tape. Und das, meine Freunde der Nacht, da haben wir dann ein Problem. Deswegen, wer unbedingt mit diesem Gitter spielen möchte, auf eigener Verantwortung, zu empfehlen ist selbstverständlich das Originalgitter. Ich weiß, schaut nicht so gut aus, kann aber dann weniger dafür passieren. Ja. So sieht's aus. So schaut's aus. Achso, und ja, wegen dem Paintjob, also wegen der Lackierung, mein Painter war immer Todd Miska. Todd Miska aus Detroit. Das sieht man immer an diesem M. Das heißt, viele Torhüter, die ihr vielleicht seht in der NHL oder auch in der NHL, das ist sein Zeichen von Todd Miska. Danke nochmal, Todd, für die ganzen schönen Masken. Hier oben hängen ja ein paar. Ich habe geschrieben, der wollte die sehen. Ja. Es sind nicht alle, aber ein paar fehlen, aber. Kann man ja so sagen, ne? So, und dann haben wir eigentlich nur noch den Schläger. Das sind noch die Masken, ja. Und ganz hinten der letzte, das ist der von der letzten Saison hier in Rosenheim. Ja, es war einer meiner ersten. Wahnsinn. Cooper SK 2000. Hat aber Dominik Hašek auch gespielt. Ja, hat Hašek, glaube ich, in der NHL sogar. Hat er aufgehört damit. Wahnsinn. Ja, hier Spielerschlittschuhe von mir. Hier. Das waren die Pump CCM, ich glaube einer der ersten sogar. Die du gestern schleifen hast lassen. Nein, die habe ich nicht mehr schon.
Waren das deine ersten? Oder also eine der ersten, oder? Du warst du. Eine, ja, die allerersten habe ich nicht da Ach, hängen. da hast du nur Torwart Schlittschuhe? Ja, na, meine allerersten habe ich nicht da hängen. Das waren aber auch lässige Schlittschuhe damals, die Ja, die Bauer. Das ist Bauen, das Bauer. klassische. Das war das Bauer-Design, Ja, ja. aha. Cool. Ja, Gut, und cool. der Christian hat es noch gerade geschrieben. Eins ist auch klar, es ist nicht nur das Ende des Stocks, sondern auch die Schaufel, Ja. die kann natürlich da auch rein. Deswegen hier aufpassen, hier jetzt zwar nicht, aber gut. Okay. Spielerschläger weg. Torwartschläger. Danke an Dustin Strahlmeier, der mir einen Schläger zur Verfügung gestellt hat. Ja, absolutes Topmodell. Supreme 2S. Da hat sich wirklich so viel getan. Grip, Gewicht, Wertigkeit. Also wirklich, diese Schläger halten heutzutage ewig. Zum Vergleich hier hinten meine guten alten Holzschläger. Also der ging gefühlt, jedes Training ging der kaputt. Aber war halt damals so. Deswegen. Richtig. Wahnsinn. Das eben die Schläger zu der, von der damaligen Zeit. Mich haben auch ein paar eben angeschrieben, was das für Schläger sind. Also das war tatsächlich meiner, also Originalschläger von mir, auch von mir. Den habe ich geschenkt bekommen. Das ist Robert Müller. Ja, ganz, ganz traurig. Ja, fehlen mir dann auch die Worte da über ihn. So ein großartiger Mensch und Torwart und müsste so früh von uns gehen. Das war wirklich. Ja, auf jeden Fall ist es ein Original Robert Müller-Schläger aus dem Nachwuchs von Rosenheimer Zeiten. Das ist wieder einer von mir, das ist auch einer von mir. Man sieht die Bauerschläger. Das ist, glaube ich, Karl Friesen. Ja, hier, Louisville. Die älteren Fans da draußen. Karl Friesen. Louisville-Schläger, die waren damals der Hit. Dann das war auch ein Robert Müller-Schläger. Hier kann man auch erkennen, Robert Müller. Und das war sein Schläger aus den Mannheimer Zeiten. Das war damals Adler Mannheim. Und witzige Story hinter diesem Schläger. Ich habe jetzt leider keinen Originalschläger von mir da. Es tut mir leid. Aber ganz witzige Geschichte. Deswegen auch die Verbundenheit zum Robert. Ich habe mir damals die Biegung von Robert Müller geklaut. Die Originalbiegung. Also ich habe damals den Schläger, so wie er war, vom Robert. Ich habe natürlich den Robert vorher gefragt, auch klar. Und diese Biegung habe ich dann zu Bauer einschicken lassen und zu denen gesagt, bitte einmal dieses Schlägerblatt da unten kopieren. Konnte zwar nie so gut schießen wie er, aber naja, hier, Helmut Diraf, Düsseldorfer EG-Zeiten, für Patrick. Sherwood-Schläger, den habe ich geschenkt gekriegt. Hier haben wir Olaf Kölzig, Washington Capitals-Zeiten. Ein Heaton, das war Laienschläger, den habe ich damals geschenkt bekommen und man achte darauf, mein Papa hier eingeschnitten für meinen Zeigefinger, dass ich den Schläger besser halten kann. Dann haben wir hier nochmal einen Karl Friesen Schläger, der war von den Mad Dogs München Zeiten. Genau. Und der Cooper Schläger, von wem ist denn der? Steht da was drauf? Nee, weiß ich gar nicht, von wem der ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Weißer Cooper-Schläger. Mist. Ja, Aber aber. das sind nur ein paar. Also die anderen 100 Schläger sind unten im Keller. So, also Schläger. Ja, liebe Eishockey-Eltern da draußen, das ist nicht ganz so leicht, denn früher hat so ein Holzschläger, ja, 80 € gekostet, sage ich ja mal. Und hier bei diesen Schlägern liegen wir ja schon um die 400 €. Ist ein teurer Spaß. Die Frage ist, braucht so ein Schläger schon im Nachwuchsbereich? Also definitiv braucht ein Nachwuchstorhüter niemals ein Topmodell, sagen wir es mal so. Wenn Eltern Geld ausgeben können und wollen, kann man sich so einen Schläger mittlerweile schon leisten, da die Entwicklung und der Schläger sich viel weiterentwickelt haben wie noch zu meiner Zeit. Vor, ich sage mal, 5 bis 7 Jahren hätte ich allen Nachwuchstorhütern davon abgeraten, da war die Entwicklung noch nicht so gut und da war das Problem, dass die Vibration die Hersteller noch nicht geschafft haben,
es zu verbessern, denn wenn der Schuss kam mit 50 oder 60 km/h, hat diese Vibration, hat es dann quasi weitergeleitet an dein Handgelenk, und umso mehr flache Schüsse du bekommen hast, hattest du irgendwann solche Handgelenkschmerzen, weil der Schläger konnte es nicht ableiten. Sagen wir es einmal so. Jetzt da die Entwicklung, ja, einfacher Traum, so einen Schläger zu haben, ist Wahnsinn. Bitte niemals den Schläger abschneiden, okay? Auch kleine Torhüter, Nachwuchsbereich, da gibt es dann die Nachwuchstorwartschläger, die sind dann auch generell kürzer und kleiner. Bitte oben nicht abschneiden. Denn wenn ihr oben den Schläger abschneidet, für die Kinder, es ist sehr schwer, weil dann stimmt das Gleichgewicht nicht mehr vom Schläger. Okay? Wenn ihr hier einfach was abschneidet, dann stimmt das ja nicht mehr. Und der ist ja auch so ausgelegt an diese Größe, dass er einfach schön in der Mitte, sagen wir mal, balancieren kann. Was ist noch? Ah ja, es gibt noch eine Frage immer, die Höhe des Schafts des Schlägers. Das zeige ich euch. Das ist so eine Faustregel auch bei mir in meinem Torwarttraining. Also generell spiele ich immer einen sehr hohen langen Schaft, so wie der Strahli eben auch. Was wichtig ist, ist einfach, dass ich sage mal, Schläger logischerweise vor dem Five Hole, das ist wichtig. Und wenn ihr unten seid, immer zu bedenken, der Kontakt Innenseite Stockhand mit der Außenseite vom Schoner. Also wenn es so ausschauen sollte, übertrieben gesagt, ist der Schläger eindeutig zu groß. Nicht der Schläger, sondern der Schaft. Warum, Schlotti? Weil du da nicht mehr dran bist. Genau, weil hier das Loch auf ist. Dieses Loch können wir einfach schließen mit einem perfekt positionierten Schläger. Okay? Ist er zu klein? Ist auch dumm. Dann schaut es so aus, dann haben wir eine Doppeldeckung. Wir wollen nie eine Doppeldeckung. Doppeldeckung heißt, Stockhand schützt Schoner. Brauchen wir nicht. Also, Innenseite Stockhand, Außenseite Schoner, passt. Und auch was gut ist, bevor ich wieder ins Detail gehe, da könnt ihr wieder zu Tode reden. Grundstellung. Meine Torhüter, die ich trainieren darf, sage ich immer, ihr sollt ein A mir zeigen. Was ist ein A? Hier. So schaut der A aus. Und generell, Höhe Fanghand ist gleich Höhe Stockhand. Wenn wir jetzt dann noch mehr Zeit hätten, das haben wir aber leider nicht, das mag ich nicht sehen, braucht man nicht. Denn, ja, wenn ich jetzt ein Eishockeytor hätte und mit dem Winkelspiel, und das wird dann wieder zu detailliert, aber auf Deutsch gesagt, wenn einer so dasteht, deckst du mit deiner Fanghand nicht mehr das Tor hinter dir ab. Okay? Das heißt, du deckst dann über die Latte im Endeffekt was ab. Deswegen geht immer runter. Nächste Regel bei mir im Torwarttraining: Der Korb schaut immer auf 9 Uhr. Von mir aus gesehen. Ich habe eine Uhr vor mir. 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. Und der Korb schaut immer zur Bande bzw. 9 Uhr. Nicht 12 Uhr, okay? Nicht 11 Uhr, nicht 10 Uhr, sondern 9 Uhr, weil so decke ich auch am meisten ab vom Tor. Schläger, ja, oben dicker Knauf ist wichtig, denn wenn wir stechen wollen, okay, dass nicht der Schläger uns aus der Hand fliegt, deswegen hier oben immer dicken, dicken, dicken Knoll ran machen. Der Strahli hat hier noch ein Grip Tape, um eben ihn besser zu handeln zu können. Das ist hauptsächlich zum Schießen gedacht. Und wenn ihr euch wirklich mal so einen Schläger leisten wollt, dann hält der auch einige Monate, wenn nicht sogar einige Jahre. Kann immer was passieren, einer fliegt drauf oder kommt ein blöder Schuss an irgendeiner Stelle. Aber normalerweise, also ich habe jetzt diesen Schläger ein Jahr und fehlt sich überhaupt nichts, wirklich 0,0. Ja, Schlotti. Ich glaube, also nochmal, wie gesagt, wegen Torwarttraining und so weiter. Ja, also wer mal Torwarttraining gerne abhalten möchte oder zu mir kommen möchte, schaut auf meine Torwarttrainerseite vorbei, www.pe-25.com.
biete dann immer Torwarttraining in der regulären Saison an in Miesbach, Einzeltorwarttraining. Wenn es hoffentlich stattfinden darf, aufgrund Corona, gibt es auch ein Torwartcamp, ein Sommer-Torwartcamp im Juli in Inzell. Sind auch noch ein paar Plätze frei, vorausgesetzt, wir dürfen trainieren, das ist auch klar. Da halte ich aber alle Torhüter up to date. Und ja, einfach sich bei mir melden, da kann man sich anmelden und dann komme ich mal zum Torwarttraining entweder vorbei oder ihr kommt eben zu mir. So viel zum Torwarttraining und in den nächsten Tagen poste ich dann auch die perfekte, na, was heißt perfekte, eine gute Grundstellung, weil perfekte Grundstellung gibt es nicht. Das ist immer abhängig von Körpergröße, von Gewicht, von Flexibilität und so weiter. Und genau. Oder Schlotti? Top. Genau. Dann würde ich mal sagen, eins noch, weil das habe ich vergessen. An das Schweißband denken in der Maske, okay? Schweißband nicht vergessen, das dann auch immer wieder rausnehmen zum Waschen, weil das ist echt sehr, sehr unangenehm. Schweißband kommt hier rein, weil ohne Schweißband tut es A weh und es hat wirklich auch seinen Sinn und Zweck hier oben. Also deswegen Schweißband bitte nie vergessen und immer wieder mit nach Hause nehmen zum Waschen. So, dann bedanke ich mich für die ganzen Episoden, dass ihr da dabei wart, dass es euch hoffentlich Spaß gemacht hat. Natürlich lade ich auch dieses Video wieder auf meinem YouTube-Channel hoch. Sollte es Fragen geben, einfach melden über Facebook, Instagram oder über YouTube. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Schlotti88 für den super Kameramann, den er die letzten Episoden hier dargestellt hat. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Torhüter ist ein geiler Job. Und ja, vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder. Schönen Abend noch, bis dahin. Ciao for now.